Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Otaku's Adventure. Ja, es geht wieder weiter mit einer neuen Aufnahme. Und in der letzten Aufnahme, da haben wir noch praktisch das, wir bleiben in der Isekai-Welt mit, Chan, ja, beendet praktisch dem Ende. Und jetzt würde ich sagen, lade ich dann einfach mal den Spielstand von 20.8., das ist auch schon wieder ein bisschen her, dass ich das gemacht habe. Wann ich das hier auf, 4. September. Ja, gerade eben eine Übersetzung abgegeben für den Film One Piece Stampede. Damit habe ich jetzt auch wieder eine Sache hinter mir, eine Sache geschafft und weitere Aufgaben werden wahrscheinlich sehr bald folgen. So, wir waren ja hier und ich hatte gespeichert, bevor wir das letzte Möbelstück gekauft hatten für unser Zuhause. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt stattdessen, wir machen erstmal ein bisschen den Isekai-Weg weiter. Es wird auch ein bisschen Grind, denke ich mal, bedeuten mit Kämpfen und so weiter. Werden wir wahrscheinlich nicht umhin kommen. Oh, auf der Brücke auch, was? Ja, sind aber noch die Gegner von der linken Seite. Oh, ich muss dann irgendwann mal schlafen, fällt mir auf. Vielleicht sollte ich erstmal schlafen gehen. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Geld grinden. Also ich werde alle Kämpfe mitmachen. Werde vielleicht mal ein paar dann und wann rausschneiden. Werde jetzt mal gucken, vielleicht so 1 bis 1,5 Stunden aufnehmen. So 2, 3 Folgen, denke ich mal, draus machen. Weil ein bisschen gegrindet wird jetzt hier, wie gesagt, mit drin sein. Und ja, werde dann mal schauen, dass wir hier die 3 Sachen, die wir irgendwie sammeln sollten, damit wir wieder in unsere Welt zurückkommen. 3 Kristalle oder was war es gewesen? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Wenn eine Aufnahme schon wieder ein bisschen her ist. Und dafür brauchen wir ein bisschen Geld, damit wir uns die anderen Auflevel-Kanister kaufen können. 103 Gold. Haben die mehr getroppt irgendwie als sonst? Ja, ich gehe aber trotzdem erst einmal ganz kurz schlafen. Ich nehme die Kämpfe auf dem Weg noch mit. Wobei ich hätte auch theoretisch drüben im Zelt schlafen können. Ich depp. Na gut. Kann dann auch nochmal gucken im Automaten, der bei uns im Beginnerdorf steht, wie teuer das auch nochmal gewesen war, die restlichen Sachen sich noch zu kaufen oder die nächsten Levelaufstiege, weil ich wette, man wird auf jeden Fall für ja einen der 3 Level, in denen wir gehen müssen, werden wir, denke ich mal, ach, kann man ihn wieder aus der Gruppe werfen oder wie? Steel Virgin, Poke You? Nein. Wir behalten ihn ruhig, der kann bleiben. Ich weiß halt nicht, ob der komische Novize stärker wäre. Wie komme ich hier wieder raus? Hero Pet. Drag Item to Dings, um zu usen. Ja, nee, ich will aber eigentlich, okay. Keine Ahnung, wie ich jetzt wieder rausgekommen bin aus dem Menü. Was wollte ich sagen, wenn ich lügen? Erstmal wollte ich hier hingehen, zu uns ins Novizendorf. Und ich weiß nicht, ob unser Super-Novize hier vielleicht stärker sein könnte. Wir gehen mal ins Inn. Das hatte doch, glaube ich, auch den Automaten. Nee, hatte es nicht. Dann war der hier hinten drin. Und hier oben wahrscheinlich. Genau. Level 2 kennen. Ach, gab sie gar nicht mehr als die anderen. Revive Pill könnte man sich mal eine leisten. Dann gab es die anderen sowieso nur drüben. Okay, dann würde ich aber sagen, schlafen wir hier mal. Nochmal kurz im Inn, füllen uns auf und machen uns dann rüber auf den Weg zum Zelt. Dort war dann auch der aktuellere Verkaufsautomat, jawohl. Ich frage mich, ob man halt unendlich viel schlafen und unendlich viel grinden kann. Zumindest jetzt wurde erstmal kein irgendeine Art von Event ausgelöst. Mit der einen Nacht, die wir jetzt mehr geschlafen haben. Dann gehen wir mal rüber. Dann kann ich drüben nochmal schauen, wie viel die... Okay, wir sind ein bisschen schneller mit angreifen. Schleim Nummer 1 stirbt. Schleim Nummer 2 stirbt. So lobe ich mir das. Keine MP verbraucht, keinen Schaden bekommen, aber Geld verdient. Ich glaube, man brauchte 1200 Coins, um ein weiteres Level aufleveln lassen zu können. So, jetzt sind wir schon im gefährlicheren Gebiet mit gefährlicheren Gegnern. Ja, die Grafikkarte hat sich overclockt. Deswegen hier können wir mal ein bisschen Massen-AOE-Schaden machen. Was? Okay, wir müssen als allererstes auf diese Hände gehen. Weil die können uns Geld klauen. Dieser Grabbelarm hier.
Die drei Hände. Die müssen als erstes sterben. Geld ist gerade wichtige Ressource. Ich frage mich, was passiert, wenn die Grafikkarte zu sehr, ja, overclockt. Wie sagt man das eigentlich im Deutschen? Also zu sehr über... Ich habe das nie in meinem Leben gemacht, deswegen fällt mir das nicht ein. Nicht überhitzt. Kann sein, dass sie mit jedem Mal mehr Schaden macht, weil unsere Dame jetzt hier schon einiges abbekommen hat. Ich heile sie mal. Nicht übersteuert. Gott, ich komme nicht drauf. Ich habe vergessen, wie viele diese Beine hier oben aushalten. Okay, wir sollten dann vielleicht doch mal kurz die Grafikkarte wegmachen. Tja, der war schnell auf den Beinen. Ich hoffe, man kriegt aber viel Geld für die Hände dann, wenn sie einen schon Geld klauen. Naja, 125, das ist, glaube ich, ganz okay. So, hier war ja der andere Automat drinne. Hier drüben. Genau, Level 3 kennen waren 1200. Wahrscheinlich dieses Feuerding hier unten, das wird dann wahrscheinlich für irgendeinen Feuerdrachen oder so sein, mit dem man den dann one-hitten kann oder so, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich ist das Spiel so, weil es ja ein bisschen Parodie ist, ausgelegt, dass man dann wirklich 9999 Münzen grindet, weil man nur so den einen bestimmten Boss dann erledigen kann. Okay, ich wollte auch gerade fragen, kann man direkt von Level 2 zu Level 4 machen, aber hier steht dann immer ganz genau, man muss von Level 2 zu 3, von 3 zu 4, von 4 zu 5. Wir können ja schon mal einen Level 3er kaufen. Dann kurz ins Menü gehen hier und dann können wir uns mal schon mal einen Level hoch machen. Dann kommen wir wahrscheinlich mit den weiteren Kämpfen ein bisschen besser zurecht. Und dann erkunden wir mal so langsam die Gegenden hier. Einmal werde ich schon mal kurz zwischenspeichern. Speichere ich einfach über den alten Spielstand drüber. So. Dann das umgedrehte Schloss. Mal gucken. Das ist hier das, was, wo man am ehesten oder als erstes hinkommt. Das ist... Was ist das für ein Gebäude? Das sieht ein wenig aus wie ein umgedrehtes Schloss. Ja, das ist ein umgedrehtes Schloss. Ein umgedrehtes Schloss? Warum ist es umgedreht? Weil da Fledermäuse drin wohnen. Ja, das erklärt wirklich alles. Und die haben das Schloss von, ja, so andersrum weggebaut. Aber dann ist ja die Eingangstür ganz oben an der Spitze. Wie kommen wir da rein? Tja, das ist der Grund, warum bislang niemand das Schloss betreten hat. Das ist echt mysteriös. Okay, wir schauen uns mal um das Schloss drumherum um. Es gibt wirklich keine Möglichkeit reinzukommen. Scheint so, als müsste man die Wand zerstören, um vielleicht hineinzugelangen. Aber was kann so eine starke Wand zerstören? Das weiß ich auch nicht. Solange nichts diese Wand zerstören kann, kommen wir nicht rein. Okay, dann war das hier schon mal ein Fehlschlag. Außer gab es hier vielleicht noch ein anderes Fenster, wo man hätte reingehen können. Ist das ein Nokia? Okay, das wäre nämlich sonst die Idee gewesen. Einfach mal Nokia hier draufschmeißen auf die Wand, dann wäre da schon ein Loch, ein Loch drin entstanden. So, das heißt, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Dann brauchen wir wahrscheinlich hier aus irgendeinem der anderen Orte was. Ja, die Schlange sieht am gefährlichsten aus, wollte ich gerade sagen. Da gehen wir erstmal noch nicht hin. Okay, der Feind greift zuerst an. Wehe, du klaust uns Geld. Alter! Und natürlich die Mama wieder voll, die Isekai-Mama. Voll am Rumbämsen hier. Trotzdem machen wir jetzt... Nein, fuck, ich depp. Na gut, dann schauen wir mal, was du mit dem Serious Slash machen kannst. Oh, der geht auf alle. Hoi! Ah ne, der geht doch auf den, den ich auswähle. Aber gut, soll mir recht sein. So, ach ja, und das war Verteidigung sinkt. Ich meine, die Mama macht halt Massenschaden, aber jetzt nicht so viel, während die Grafikkarte mit jeder Überhitzung, och, nee, nicht Überhitzung, Overclocking, ich komme immer noch nicht drauf, aber auf jeden Fall, die macht dann mit jeder Runde mehr und mehr Schaden, deswegen sollte man die als zweites vielleicht wegmachen und dann, ja, kann unser schöner,
unser schöner Muskelprotz hier die Mama kaputt schlagen. Vielleicht hätte ich sie mal heilen sollen. 210 Goldcoins, das lobe ich mir. Sie kann ja auch außer Kampfes heilen, glaube ich. Eine Person heilen. Ach, kann sie nicht einsetzen jetzt? Geht dann wirklich nur im Kampf, oder wie? Das ist ein bisschen doof, aber nun gut. Dann schauen wir mal zu dem Fuß hier. Vielleicht können wir den an das Ding ranstellen. Irgendwie tragen rüber zu... rübertragen zu der Pyramide und dann an dem Fuß hochklettern, um in den Eingang reinzukommen oder so. Das hier ist der Fußzehenberg. Heißt er so, weil der Berg wie ein Fuß aussieht? Nein, das ist ein echter Fuß. Ein echter Fuß? Ganz genau. Das war ursprünglich der Fuß eines Riesen. Und? Der Riese ist also hier irgendwo reingefallen? Oder wie? Ja. Und dann möchte ich dich mal fragen, was für ein Artefakt befindet sich da drin in ihm? Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht so sicher. Ich habe nur Gerüchte gehört. Vielleicht sollten wir es uns gemeinsam anschauen. Wollt ihr in den... oder möchtest du in den See rein? Ja, wir haben vorhin gerade erst gespeichert. Hä? Warum ist dieser Fuß voller Hände? Vor allem mit 6 Fingern. Das ist ja mal widerlich. Oder 7, wenn man den hier noch dazu zählt. Okay, erstmal nicht darüber nachdenken. So, da kommt man wieder nach oben. Ja. Kommen erstmal problemlos also wieder raus. Weiter nach unten. Ja, hallo. Oh, okay. Bist du der Held? Oder bist du ein Held? Ja, das bin ich. Tut mir leid, dass ich dir mitteilen muss, wie böse ich bin. Oder wie schlecht ich aussehe oder so. Wie gesagt, das Englisch hier ist eben sehr super übersetzt, deswegen weiß ich manchmal nicht genau, wie und was es gemeint ist. Ursprünglich sah ich nicht so aus, oder war ich nicht so. Ich war einst ein gesunder Riese. Aber eines Tages tauchten, Bazillen in meinem Körper auf. Sie haben angefangen, meinen Körper zu verenden. Und das Resultat siehst du jetzt. Und aus diesem Grund war ich nicht in der Lage, mich auszuruhen, jemals wieder. Wärst du bereit, meinen Körper zu betreten und mir zu helfen, die Bazillen auszuschalten? Ja, klar. Autosave, schön. Ach so, der redet so, weil wir unter Wasser sind und nicht atmen können. Klar, kein Problem. Danke, Held. Ja, also es ging nicht darum, wie schlecht oder wie übel er ist, sondern... Das ist doch bestimmt eine Falle. Das gibt ein Bad End hier, oder? Und so gingen wir hinein. Da ist immer noch Luft im Körper des Riesen. Also es ging wirklich nicht darum, dass er schlecht böse geworden ist, sondern wie schlecht sein Zustand ist. Wir sollen ihm ja helfen, die Bazillen zu vernichten, nicht wahr? Ja, das ist der Plan, aber wo sind die? Schau, da ist es. Genau da. Diese Bazille ist so riesig. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der. Wir dürfen jetzt nicht darüber nachdenken. Mach dich bereit zum Kampf. Alles klar. Okay, Bosskampf so angeschlagen, wie wir sind. Na super, erstmal heilen. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Vergiften. Okay, das war wenig Schaden und wahrscheinlich kein Vergiftungsbug. Debuff. Wir machen mal Serious Slash. Einfach mal voll reinhauen hier. Möglichst viel Schaden machen. Was noch besser wäre, wenn die Verteidigung niedrig ist. Fungus became fragile. Also der Pilz ist verwundbar geworden. Das finde ich gut. Ich gehe mal auf Nummer sicher, solange sie noch kann. Halt sie mal ein bisschen hoch. Schon wieder auf sie. Immer noch nicht vergiftet. Das gefällt mir. Okay.
Okay. Serious Slash mit weniger Verteidigung hat jetzt nicht sehr viel mehr Schaden gemacht als vorher. Greifen wir mal nochmal an. Ach so, nach und nach fügt uns die Bazille irgendwelche Krankheiten oder irgendwas zu, kann das sein? Weil der hat jetzt at least Food, was heißt das? Irgendwie Fußpilz oder so, glaube ich. Ich glaube zumindest, dass es Fußpilz ist. Ja, ruhig auch mal Magieangriff, damit macht sie mehr Schaden als normalen Angriff. Vielleicht kriegt sie dadurch weniger Schaden ab. Weil es Fernangriff ist. Wahrscheinlich so, wenn sie Bakterien am Anfang eingreifen, machen sie erstmal kaum irgendwelchen Schaden, aber ja, wenn dann die Inkubationszeit vorbei ist von wer weiß wie lange, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, dann schlagen sie in voller Kraft zu. Okay, tatsächlich haben wir jetzt einen Debuff, also diesen Fußpilz oder was auch immer wir hier bekommen haben. Der gibt uns jede Runde ein klein bisschen Schaden. Noch nicht so wild. Können noch mal auf einmal normal angreifen. Spann mal. Wir könnten eh nur noch einmal heilen, weil dann... Weil wir haben, wir hätten noch hier Mana wieder zurückerlangen und so weiter. Machen wir erstmal nochmal so. Zauber drauf, weil der direkte Kontakt scheint immer dann die für die Debuffs zu sorgen. Wobei komischerweise diese Angriffe nicht so wirklich was tun. So, wir warten. Ich warte mal auf den Serious Slash, bis der hier nochmal die Verteidigung gesenkt hat. Deswegen greife ich mal normal an. Und jetzt darfst du wieder poken. Die Verteidigung etwas senken. Soll ich sie auch anstecken lassen? Komm, machen wir mal. Alle haben sie jetzt Fußpilz. Macht das mit jeder Runde auch mehr Schaden? Ich muss da mal drauf achten. Erst jetzt aber erstmal Serious Slash. Es macht immer genau 13. Das ist noch verkraftbar. Wir haben allerdings nur zwei Heilungen mit nur noch mit ihr einmal und dann nochmal hier mit Items. Wobei, wir können dann mit ihr noch öfter heilen, wenn wir ihr die MP geben im Notfall. Daher hoffe ich mal, dass der Kampf nicht mehr allzu lange dauert. So. Jeder Schaden zählt. Und zumindest dadurch, dass wir offenbar Level 2 sind, haben wir genug Verteidigung. Oh, das waren jetzt 21. Es wird schlimmer. Es wird schlimmer. 15 bei ihr. Gibt da keine Anzeichen, wie viele Lebenspunkte die Bazille eventuell hat. Vielleicht müsste man hier das Gift auf sie werfen. Weglaufen wäre halt auch noch eine Option. Wir werden immer kränker. Ab jetzt sollte... Oh, sie heilen, wollte ich sagen. Aber Fungus ist tot. Kampf ist gewonnen und 2008 Goldcoins. Juhu! Danke. Ich danke euch so sehr. Jetzt fühle ich mich besser. Ich habe endlich Frieden gefunden. Macht es gut, Helden. Ich danke euch. Gern geschehen. Das sowas muss ich ja auch tun als Held. Hier, das habe ich direkt nachdem wir den Feind besiegt haben gefunden. Eine Wachstumszelle. Was ist das? Also, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Artefakt. Okay. Sonst noch was zu sagen? Ja, der Riese hat seinen Frieden gefunden. Können wir sonst noch irgendwas finden? Ich klicke mal hier so wild in der Gegend rum. Aber ich glaube nicht. Hier wild in der Gegend rumklicken. Okay, ja. Er sagt nur weiter hier Finger und so, aber hier oben vielleicht was? Auch nicht. Na gut, dann mal raus hier. Dann als nächstes sollten wir uns unbedingt mal ausruhen. Unbedingt mal schlafen gehen. Und wir könnten sogar genug Geld haben, um beide
alle anderen beiden auf Level 3 zu bringen, oder? 2000, na gut, fehlen natürlich genau 54 Gold oder was auch immer für eine Währung es ist, fehlt dafür, für Level 3 Ken. Und ich bin da immer so, so penibel, dass ich dann natürlich den Rest immer alles gleichzeitig machen will. Deswegen kaufe ich jetzt nicht mal eins, obwohl das wahrscheinlich eigentlich sinnig wäre, sondern gehe jetzt raus, mache erstmal einen Kampf und hol's mir dann. So.